nochmal. Bergbau hat schon ganz früh begonnen, denn schon in der Steinzeit haben die damaligen Menschen sich ganz gezielt mit dem Abbau bestimmter Minerale beschäftigt, wie zum Beispiel Feuerstein oder Bergkristall, und haben dazu auch sehr mühselig Aufstiege in große Höhen in Kauf genommen und haben dort also ganz gezielt an bestimmten Stellen das abgebaut. Es geht also nicht nur darum, dass damals solche Steine gefunden und dann verwendet worden sind, sondern wirklich ganz gezielt auf ihre Materialeigenschaften hin abgebaut worden sind. Und hier in der Station kann man sich also sowohl ein bisschen die Geräte anschauen, mit denen die Menschen damals gearbeitet haben, wie zum Beispiel solch eine Hacke aus einem Hirschgeweih oder einen Steinhammer mit Birkenteer und Zähnen zusammengebaut. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, wirklich mal diese Materialien anzufassen und wirklich zu begreifen und auch diese Materialeigenschaften ein bisschen zu befühlen, die also für die Leute damals schon so herausragend waren, dass sie ganz gezielt sich auf diese Materialien konzentriert haben. Und es gibt auch die Möglichkeit zu sehen, was für Geräte aus diesen Steinmaterialien gebaut worden sind, zum Beispiel Pfeilspitzen oder Klingenmesser.